Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es den Lemon vom April geben, endlich noch. Ich weiß, der Mai ist auch schon fast rum, aber wir machen heute mal noch den Lemon vom April und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich hatte mir die letzten zwei Wochen eine kleine Auszeit gegönnt, wobei ich sagen muss, dass die letzte Woche eher unfreiwillig war, die Auszeit, weil ich hatte es übelst im Kreuz. Ich konnte nicht stehen, ich konnte nicht sitzen, ich konnte nicht liegen. Es war einfach nur furchtbar. Deswegen kam letzte Woche dann leider auch kein Video. Eigentlich hatte ich nur geplant, eine Woche auszusetzen. Aber ja, wie das dann halt immer so ist, ne? Dann kam der Rücken und alles war doof. Ja, Rückenschmerzen habe ich zwar immer noch ein bisschen, aber das geht inzwischen Gott sei Dank wieder. Mehr dazu dann im Weekly Living. Das habe ich nämlich auch schon angefangen für euch, ein neues Weekly Living zu filmen die Woche endlich mal. Und ja, da gibt es dann mehr zu dem ganzen Thema, wieso, weshalb, warum nichts kam. Und wie gesagt, heute soll es den Lemon vom April geben. Ich habe im April nicht allzu viel gelesen und ich habe im April einen einzigen Neuzugang. Ja, im April war also lesetechnisch nicht allzu viel bei mir los. Deswegen würde ich sagen, wir fangen mit dem einen Neuzugang an, den ich hatte im April. Und zwar war das Zacharias, der dritte Teil der Rock and Love Me Reihe von der lieben Niki Kiso. Und ich habe zu dem Buch ja schon eine Buchvorstellung gemacht, weswegen ich jetzt nicht allzu viel dazu sagen werde. Außerdem kommt es nächsten Monat dann nochmal mit in den Lemon, in den Lesemonat und ja, was soll ich dazu sagen? Es ist der dritte Teil der Rock and Love Me Reihe. Es geht in diesem Band um Zacharias und um Daria. Man kennt die beiden schon aus den ersten beiden Bänden. Und ja, ich fand die Geschichte süß. Es ist eine niedliche Liebesgeschichte. Und ja, wenn ihr mehr wissen wollt, schaut einfach im Video vorbei. Und ja, mehr Neuzugänge hatte ich nicht. Und heute ist der, ich glaube, 23. Mai, wo ich das drehe. Und ich hatte im Mai noch nicht einen einzigen Neuzugang. Also bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich gerade nicht so viele Bücher kaufe. Ich werde nächsten Monat eine größere Bestellung wieder machen, weil ich habe jetzt gedacht, ich warte immer und sammle so ein bisschen und kaufe nicht jedes Buch einzeln. Ja, dann wird es nächsten Monat wieder ein bisschen mehr werden, aber ich warte erstmal noch bis Monatsende, weil ich warte noch auf ein Buch, was erscheint. Und wenn das dann da ist, dann bestelle ich die Bücher alle zusammen, die ich noch haben wollte. Und dann gibt es im Juni ja auch mal wieder ein paar Neuzugänge. Aber das Gute ist, ich komme so dazu, meinen Sub abzubauen. Das ist das Gute. Ich lese ja auch nicht so viel, deswegen freue ich mich gerade über jeden Neuzugang, den ich nicht habe. Okay, starten wir jetzt mit den Büchern, die ich im April gelesen habe. Das waren 5 Stück. Für mich immer noch nicht so viel, wie ich sonst gelesen habe, aber immerhin lese ich. Also das ist ja schon mal das Wichtigste. So, und ich hole mal das erste Buch. So, und das erste Buch, was ich im April gelesen habe, war Monsters of Verity, unser düsteres Duett von Victoria Schwab. Das ist der zweite Teil und der letzte Teil dieser Dilogie. Ich kann jetzt zum Inhalt vom zweiten Teil nicht allzu viel sagen, da es eine Fortsetzung ist und ich euch zum ersten Teil spoilern würde. Aber im Großen und Ganzen geht es in dieser Geschichte um Verity. Das ist eine sehr, sehr große Stadt und diese Stadt ist gespalten in Nord und Ost. Oder Süd? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube Nord und Süd. Und im Norden wohnen die reichen Leute, die unter einem besonderen Schutz stehen. Und im Süden so eher die Ärmeren und die Rebellion. Und in der Welt, in der das Ganze spielt, ist es so, dass durch die bösen Taten der Menschen Monster erschaffen werden. Und je schwerer die Tat eines Menschen wiegt, umso stärker ist das Monster, was daraus entsteht. Und es geht dann natürlich darum, in dieser Welt irgendwie gegen diese Monster vorzugehen. Und man versucht natürlich, dass keine neuen Monster erschaffen werden. Und es gibt Monster, die sind sehr, sehr intelligent. Und ja, die haben dann was vor. Und was dann genau alles in dieser Welt passiert, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Der zweite Teil knüpft direkt an den ersten an. Und ich muss sagen, dass mir der zweite Teil gut gefallen hat. Das Ende war für mich jetzt nicht ultra überraschend, wie das Ganze dann am Ende ausgegangen ist. Ich fand es sehr, sehr krass, dass ich mal wieder so ein Ende hatte, denn es ist kein Happy End, was in dieser Geschichte passiert, was ich ein bisschen traurig fand und ein bisschen schade fand. Aber es hat zur Geschichte gepasst und es war so ein, ja okay, es ist okay, dass es kein Happy End jetzt für alle Charaktere in dieser Geschichte gibt. Und damit kann man dann auch gut leben, weil wie gesagt, es passt halt einfach zur Geschichte, es passt zur Düsternis der Geschichte und ja, ich habe das zweite Buch auch wieder gemocht und habe die Reihe jetzt damit beendet. Ich weiß nicht so genau, was ich dazu sagen soll. Wie gesagt, ich spoilere euch sonst, aber ich finde die Welt immer noch sehr, sehr cool, die Victoria Schwab hier erschaffen hat. Ich mag die Charaktere. Ich finde das Setting richtig, richtig cool. Man hat hier im zweiten Teil eine andere Stadt, wo diese ganze Geschichte beginnt. Und es war auch cool, das mal zu sehen. Und ja, ich kann euch Monsters of Verity auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mal eine Jugendgeschichte lesen wollt, die so ein bisschen anders ist. Dann habe ich im April noch eine Reihe beendet und zwar habe ich gelesen den dritten Teil der Second Chance Reihe.
hieß das, glaube ich. Ich glaube, es war die Second Chance Reihe. Und zwar ist es Liebe mich für immer von Katinka Engel. Und das ist eine Contemporary Romance Liebes New Adult Geschichte, wie auch immer ihr das jetzt bezeichnen wollt. Es ist ein Liebesroman mit ein bisschen Erotik. Und in dieser Geschichte geht es um Sam und um Amy. Und auch diese beiden kennt man schon aus den vorherigen Bänden. Und ja, ich muss sagen, dass mir der dritte Teil im Großen und Ganzen auch gut gefallen hat. Ich fand, es war eine super süße Liebesgeschichte, aber ich hatte mit dem dritten Teil so echt meine Startschwierigkeiten. Ich habe die ersten 100 Seiten gelesen und danach habe ich das Buch weggelegt und dann lag es da einige Tage. Ich hatte keine Lust, dieses Buch weiterzulesen und das ist ja eigentlich immer kein gutes Zeichen für eine Geschichte. Ich habe dann das Buch ein paar Tage ignoriert und liegen gelassen und habe mir gedacht so, oh nee, ich bin immer so dran vorbeigeschlichen und dachte so, oh nee. Und dann irgendwann dachte ich so, du musst jetzt dieses Buch lesen, sonst liest du es nie. Und dann habe ich es angefangen zu lesen und habe es in einem Rutsch beendet. Dann hat es geflutscht, dann hatte ich auf einmal den Flow für dieses Buch. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Ja, und dann habe ich es gelesen und dann hat das gepasst und dann fand ich die Geschichte auch mega. Aber die ersten 100 Seiten, damit habe ich mich echt richtig, richtig schwer getan. Das war bei den ersten beiden Bänden nicht so. Da bin ich sofort super in die Geschichte hineingekommen. Die hat mich sofort gepackt, sofort gefesselt. Und ja, deswegen kann ich so bei diesem Buch nicht so sagen, dass es so unglaublich gut ist, weil ich so meine Startschwierigkeiten hatte. Und ja, in diesem Buch geht es auf jeden Fall um Sam und um Amy. Und Amy ist Sozialarbeiterin mit ihrer eigenen Geschichte und ihrer eigenen Vergangenheit, wieso, weshalb, warum sie Dinge tut. Und Amy setzt sich für Straftäter ein, also für straffällige Jugendliche und versucht, denen eine zweite Chance zu vermitteln. So auch bei Rice und Malik vom ersten und vom zweiten Teil. Da hat Amy den beiden ja auch geholfen, nachdem sie aus dem Gefängnis entlassen worden sind und hat versucht, denen einen Start ins Leben zu ermöglichen, dass sie nicht gleich irgendwie wieder hinten runterfallen in der Gesellschaft. Und ja, Amy opfert sich da für andere ganz, ganz doll auf und ihr eigenes Glück stellt sie dabei immer hinten an. Und dann trifft sie eines Abends auf Sam. Sie kennt Sam rein theoretisch schon so mal so von mal Hi sagen und so. Also die hatten nie besonders viel miteinander zu tun, aber sie kennen sich rein theoretisch so vom Sehen her. Aber sie erkennen sich an dem Abend, wo sie sich treffen, nicht gleich wieder. Und ja, was dann mit Sam und Amy alles passiert, das ist es, worum es in dieser Geschichte schlussendlich geht. Ich kann nur sagen, dass Sam wirklich ganz, ganz toll ist in der Geschichte. Er ist purer Zucker, Leute. Er ist einfach Zucker. Und ich finde auch die Entwicklung, die Amy in dieser Geschichte durchmacht, die hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ich kann euch Liebe mich für immer wirklich empfehlen, wenn ihr gerne Contemporary Romance Geschichten lest, New Adult, wie auch immer ihr das jetzt nennen möchtet. Es ist eine Companion-Reihe auf jeden Fall. Das mit der Companion-Reihe werde ich mein Leben lang, glaube ich, nicht mehr vergessen, dass das so heißt, ja. Auf jeden Fall ist es der dritte und letzte Teil der Reihe. Für mich nicht der stärkste. Ich glaube, für mich der stärkste Teil ist tatsächlich der erste. Der hat mich einfach damals komplett umgehauen. Den fand ich mega genial und ja, was soll ich dazu sagen? Ist eine tolle Geschichte mit einem tollen Setting, mit tollen Charakteren, mit einer tollen Story. Aber wie gesagt, ich hatte hier echt meine Startschwierigkeiten. Ich weiß nicht, warum. Ich kann euch nicht sagen, woran es gelegen hat, dass ich nicht sofort in die Geschichte hineingekommen bin. Es hat, wie gesagt, auf jeden Fall ein bisschen gedauert, aber danach ging es. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Ich bin auch immer noch so ein bisschen erkältet, verschnupft, verhustet. Nennt man das so? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich gesundheitlich immer noch nicht so hundertprozentig fit. Ich glaube, ich kriege diesen Schnupfen in meinem Leben nie wieder los. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall habe ich dann nach Liebe mich für immer vollendet, rereadet mit der lieben Nina zusammen. Ich habe vollendet vor zweieinhalb Jahren schon mal gelesen und hatte damals noch die alte Ausgabe mit dem Hardcover. Und dann hieß es ja aber, dass der vierte Teil von Vollendet nicht übersetzt wird. Und ja, dann habe ich mir die weiteren Teile nicht mehr gekauft. Und dann irgendwann, vor einem Jahr ungefähr, lass es ein Jahr gewesen sein, hatte ja Lovely Books so ein Gewinnspiel. Und da habe ich alle vier Teile gewonnen. Bei dem Gewinnspiel hatte ich echt mal Glück. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Und ja, da hat es dann diese Neuauflage hier gegeben mit den broschierten Büchern und da wurden dann auch alle vier Teile übersetzt und ja, die habe ich gewonnen, diese vier Teile. Und ja, ich habe jetzt angefangen, vollendet nochmal zu lesen, wie gesagt, mit der lieben Nina zusammen. Den ersten Teil haben wir im April gelesen und ich muss sagen, dass mir vollendet beim zweiten Lesen genauso gut gefallen hat wie beim ersten. Neil Schusterman ist für mich einfach, er ist ein Genius. Ich weiß, dass die Meinungen zu Neil Schusterman so weit auseinander gehen und ich glaube, das ist ein Autor, den man entweder mag oder nicht mag. Und wem von euch Size von Neil Schusterman schon nicht gefallen hat, der sollte von Vollendet auch die Finger lassen, weil diese Geschichten vom Stil her sehr ähnlich sind. Und wer mit Size keine Freude hatte, wird auch mit Vollendet keine Freude haben. Aber ich muss sagen, ich finde Vollendet richtig gut. Nina und ich, wir sind aktueller Stand heute beim vierten Teil inzwischen angekommen. Also wir haben im
Mai jetzt den zweiten und den dritten Teil gelesen und lesen jetzt den vierten und müssten rein theoretisch auch bis Sonntag, bis zum 31.05. exakt fertig werden, sodass wir im Mai alle drei Teile gelesen haben, also 2, 3 und 4 und damit dann auch die Reihe beendet haben. Und ich muss sagen, diese Geschichte ist so unglaublich gut. In Vollendet geht es im Prinzip darum, dass wir eine Gesellschaft haben, in der es normal ist, dass Jugendliche, die, sag ich mal, außer Rand und Band sind oder Straftäter sind, die können von ihren Eltern zwischen 13 und 18 Jahren zur Umwandlung geschickt werden. Und die Umwandlung ist im Prinzip, dann wird dein Körper auseinandergenommen. Sagen wir es einfach so, wie es ist. Dein Körper wird auseinandergenommen, chirurgisch, und deine Teile werden an andere Leute verkauft, gespendet, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Und ja, man nennt das dann den geteilten Zustand, weil du lebst ja quasi in anderen weiter. Und Bedingung dieser Umwandlung ist, dass 99% deines Körpers wiederverwendet werden. Ach, das klingt alles immer so. Und auf jeden Fall können Eltern ihre Kinder, wenn sie die Schnauze voll von denen haben, zur Umwandlung schicken und bekommen dafür noch ein bisschen Geld und können dann das Kind damit quasi loswerden. Denn in der Welt, in der das ganze Spiel ist, eine Abtreibung zum Beispiel verboten. Also Kinder dürfen nicht abgetrieben werden. Es gibt die Möglichkeit, wenn du das Kind wirklich nicht haben willst, dass du es storchen kannst, dann kannst du das Kind einfach bei fremden Leuten irgendwo auf die Veranda legen und verpiss dich. Und wenn dich niemand dabei erwischt, müssen diejenigen, die das Kind finden, das Kind behalten. Das ist irgendwie so bei denen gesetzt. Auf jeden Fall ist das eine ziemlich crazy Vorstellung von einer Gesellschaft. Und das hat alles seine Gründe, warum das so ist, wie es ist. Aber das würde jetzt einfach zu lange dauern, das alles zu erklären. Und auf jeden Fall lernen wir in dieser Geschichte Connor kennen. Und Connor ist so ein bisschen so ein aufmüpfiger Jugendlicher und er kommt mit seinen Eltern nicht immer zurecht und so passiert es, dass Connors Eltern eine Umwandlungsverfügung unterschreiben und er umgewandelt werden soll. Und er hat sich gefragt, warum die sich so komisch ihm gegenüber verhalten und er hat das dann halt rausbekommen, dass er umgewandelt werden soll und beschließt halt abzuhauen. Und diese Flucht von Connor geht schief. Also was da auf dieser Flucht alles passiert, Halleluja! Connor zieht dann noch andere Jugendliche in seine ganze Flucht mit rein. Einmal Risa und auch Leth, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Diese beiden begleiten Connor dann auf seiner Reise, einmal freiwillig, einmal eher unfreiwillig. Und was Connor, Risa und Leth dann alles so erleben und ob ihnen die Flucht gelingt vor der Umwandlung und was halt alles da noch so hinten dran hängt, das ist es im Endeffekt, worum es in dieser Geschichte geht. Und wie gesagt, der erste Teil beschäftigt sich halt wirklich damit, mit dieser Flucht von Connor, Risa und Leth und ob es halt gelingt, quasi der Umwandlung zu entkommen. Und ich muss sagen, der erste Teil hat mir damals schon ultra gut gefallen. Ich fand ihn jetzt auch beim zweiten Lesen wieder richtig, richtig gut. Ich liebe den Schreibstil von den Schusterman. Der ist so klar, der ist nüchtern. Da ist nicht viel drumrum erzähle und gemache, sondern er ist klar auf den Punkt, der ist gerade raus. Klar, er schreibt Dinge und alles, aber das ist jetzt nicht so ausgeschmückt und so. Also, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es ist kein Schreibstil, der nicht beschreibt oder so, sondern es ist ein Schreibstil, der wirklich klar definiert, was gerade wichtig ist in der Geschichte, der die wichtigsten Punkte erläutert und der halt wirklich auch sehr, sehr nüchtern und neutral einfach ist. Und man kann hier jetzt keine großen romantischen Dinge erwarten in der Geschichte oder man kann keine poetischen Dinge erwarten in der Geschichte, das nicht. Also wie gesagt, ich finde den Schreibstil von den Schusterman, der ist sehr nüchtern, sehr klar, gerade heraus und das hat mir sehr, sehr gut gefallen bei den Büchern bisher auch. Das fand ich auch bei Size auch schon so gut, da war das ja auch so. Und ich finde Vollendet ist eine richtig, richtig tolle Jugenddystopie, die man auf jeden Fall gelesen haben sollte, wenn man Dystopien mag. Es gibt in diesem Buch auch eine Liebesgeschichte, die aber nur so wirklich ganz am Rande eine Rolle spielt. Die ist für die Story im Großen nicht so wichtig und da wird halt auch nicht so der Fokus drauf gelegt. Deswegen, wer hier große Liebesgeschichten möchte, ist hier leider auch falsch. Aber ich finde Vollendet einfach großartig. Mich hat das Buch absolut begeistert, auch beim zweiten Lesen. Ich fand den zweiten Teil richtig gut, was da im zweiten Teil alles noch kam. Ich habe echt gedacht dann so am Ende vom ersten, okay, wir haben jetzt noch 3 Bücher. Was soll denn in diesen 3 Büchern alles noch passieren? Und wenn du dann diese Bücher liest und denkst so, holy shit, holy shit, holy shit, was ist hier bitte los? Und es ist einfach krass, was Neil Schusterman sich halt auch mit jedem Buch dann weiter ausdenkt, was da noch passiert. Und man denkt dann immer so, was soll denn jetzt noch kommen? Und dann kommt noch was und noch was und noch was und
es ist einfach so gut. Mich begeistert Neil Schusterman auf jeden Fall immer wieder. Wie gesagt, ich fand Size von ihm schon großartig. Ich finde Vollendet bisher von ihm richtig genial. Der Mann, der schafft es, dass eine Geschichte so anfängt und dann dümpelt die so ein bisschen vor sich hin und dann fängt er ganz langsam an, diese Spannungskurve aufzubauen. Aber man kriegt das im ersten Moment gar nicht so mit, dass er jetzt diese Spannungskurve aufbaut und irgendwann, pam, ist die hier oben und du denkst dir, oh mein Gott, was passiert als nächstes? Und dann, ja, kommt der Hammer und dann ist das Buch vorbei und du denkst dir so, na Gott sei Dank, dass ich den zweiten, dritten und vierten Teil da habe. Ja, mehr kann ich zu Vollendet auch nicht sagen. Wie gesagt, ich finde, es ist eine großartige Jugenddystopie. Wer gerne eine Dystopie lesen möchte, dem würde ich Vollendet auf jeden Fall empfehlen. Demjenigen würde ich auch Size empfehlen, ist auch eine großartige Dystopie. Ich weiß nicht, Size ist eine Dystopie, eigentlich spielt es in einer utopischen Gesellschaft, aber ich würde es schon so in die Richtung mit einordnen. Deswegen, ja, Neil Schusterman, ich kann euch den Mann auf jeden Fall nur sehr empfehlen. Ich finde ihn großartig, aber ich weiß, dass viele auch Probleme mit dem Schreibstil haben, dass viele mit seiner Art und Weise, die Geschichten zu erzählen, nicht klarkommen. Deswegen, wenn ihr es erstmal ausprobieren wollt, ladet euch erstmal irgendwo eine Leseprobe runter und lest einfach mal rein, ob das was für euch ist. Man muss ja nicht immer gleich alle Bücher kaufen und so. Ja, so viel dazu, aber ich finde Vollendet großartig und kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Ja, dann habe ich noch gelesen im April Dunkelglanz Obsession von Jennifer L. Armentrout. Das ist ja ein Spin-off zur Obsidian-Reihe. In diesem Buch geht es um einen Arum, um Hunter und um Serena, sie ist ein Mensch. Und ich war schon sehr gespannt auf die Geschichte und vorne steht drinne: für all jene, die unbedingt sehen wollten, wie diese Welt erwachsen aussieht, dies ist für euch. Obsidian ist ja eine Jugendbuchreihe, das heißt, es gibt keine Erotik in diesem Buch, wobei ich finde, dass es für ein Jugendbuch schon sehr grenzwertig ist, was bei Obsidian so vorkommt. Ja, also, ja, aber es ist rein theoretisch, es ist eine Jugendbuchreihe und keine Reihe mit viel Erotik oder so. Und deswegen hat Jennifer L. Armentrout dann, wie gesagt, Dunkelglanz Obsession geschrieben. Also es ist eine Geschichte mit Erotik und ich muss sagen, ich fand es ein bisschen zu viel. Also ich finde, sie hat es hier so ein bisschen übertrieben und ist dezent übers Ziel hinausgeschossen, was den erotischen und den sexuellen Anteil in dieser Geschichte betrifft. Ich stand teilweise nur so da und dachte so... Und ich bin Jennifer L. Armentrout-Fan, ne? Bis zum geht nicht mehr. Und ich, das ist meine Queen und ich vergöttere diese Frau. Und wenn ich schon genervt davon bin, dass da so viel Erotik drin vorkommt, will ich nicht wissen, wie es jemandem geht, der damit vielleicht gar nichts am Hut hat. Derjenige findet das Buch dann wahrscheinlich kacke. Aber ja, was soll ich sagen? Abgesehen jetzt von diesem ganzen Erotik-Aspekt, fand ich die Geschichte schon ganz cool. Die hat mir schon ganz gut gefallen. Es gab so eine Stelle, wo ich dachte so, Hunter, was bist du für ein Psycho, Alter? Das geht gar nicht, was du da tust. Nein, da war Hunter für mich dann auch zwischenzeitlich echt mal kurz raus, weil sowas macht man einfach nicht. Das macht man auch nicht, wenn man der super tolle, heiße Alien ist, der sonst wie gut aussieht. Das macht man einfach nicht. Und ja, ich bin sehr zwiegespalten aus dieser Geschichte gegangen. Ich fand die Geschichte einerseits ganz cool, so was das Ganze drumherum mit Serena betraf und dass Hunter sie beschützen musste und dass sie verfolgt wurde und dass sie dann versuchen, diejenigen, die Serena umbringen wollen, umzubringen und ihre Freundin zu rächen und so. Das fand ich schon ganz cool in der Geschichte, aber wie gesagt, mir war der erotische Anteil zu hoch. Hunter war mir ein bisschen zu psychomäßig und ja, es ist einfach nicht das beste Buch von Frau Armentrout. So, jetzt muss ich mal fix den Akku wechseln und jetzt ist auch die Sonne gerade schon wieder rausgekommen und ja, Licht ist heute wieder on point. Auf jeden Fall ist es für mich, wie gesagt, nicht das beste Buch von Frau Armentrout. Das ist für mich eher eins der schwächeren Bücher. Wie gesagt, in diesem Buch geht es um Serena. Serena ist ein Mensch, sie ist Lehrerin und sie hat eine beste Freundin, die heißt Mel. Und Mel tut eines Tages ihr irgendwas ganz Verrücktes erzählen, als sie sich in einer Bar treffen und erzählt, sie hat einen Menschen gesehen, der sich in pures Licht verwandelt hat. Und das Dumme ist, dass sie weiß, dass derjenige, den sie gesehen hat, der da so in Licht sich verwandelt hat, der hat sie auch gesehen. Und sie hatte jetzt halt furchtbare Angst, dass der ihr irgendwas antut. Und Serena versucht sie zu beruhigen und sagt, hey, wir kriegen das hin, wir passen aufeinander auf. Und sie verlassen dann gemeinsam diese Bar, nachdem Serena diese Geschichte gehört hat. Und denkt sie so, ich bringe sie mal lieber noch zum Auto. Sie ist schon sehr verängstigt, nicht, dass da noch irgendwas passiert. Und in der Tiefgarage verabschieden sich die beiden dann voneinander. Und ja, dann wird Mel umgebracht. Und Serena sieht das Ganze und ist ab dem Moment Staatsfeind Nummer 1, quasi für diejenigen, welchen die ihre Freundin auch umgebracht haben. Und dann
kommt der Hunter ins Spiel. Hunter arbeitet für die Regierung und ist ein Arum. Und Hunter kann sich quasi in Schatten verwandeln und ist halt genau das Gegenteil zu dem, die sich in Licht verwandeln können. Nur falls da welche sind, die Obsidian jetzt nicht kennen. Auf jeden Fall tut Hunter dann im Auftrag der Regierung Serena beschützen und versucht dann halt aus ihr Dinge rauszukriegen, was ihre Freundin gewusst hat, was sie ihr erzählt hat. Und ja, Serena möchte dann natürlich Rache nehmen. Und ob Serena ihre Rache bekommt und was mit ihr und Hunter passiert, das ist im Endeffekt auch schon, worum es in diesem Buch geht. Wie gesagt, ich fand die Geschichte an und für sich, fand ich echt cool. Die war gut geschrieben, die hat mir auch gefallen, aber dieses Buch ist nicht dick. Und der erotische Anteil ist ungefähr so. Also so 50-50. Also ich hatte das Gefühl, ich lese nur Erotik. Die ganze Zeit, er sieht so toll aus, er läuft mit nacktem Oberkörper rum, diese ganzen sexuellen Anspielungen, die in diesem Buch drin vorkommen, dann das, was, wie gesagt, Hunter mit ihr gemacht hat, wo ich gedacht habe, Psycho, nein, das geht einfach gar nicht. Ja, und dann schlussendlich, dann, wo die beiden dann zusammen waren, dieses Ganze, ach, das war mir einfach zu viel. Ganz ehrlich, da bin ich dann auch raus. Mich stört ja Erotik in Büchern nicht im Prinzip, aber wenn es dann halt schon überhand nimmt und es quasi 50% nur noch Geschichte ist und 50% der Rest, dann ja, nervt es mich dann auch irgendwann. Deswegen muss ich leider sagen, dass mir Obsession nur so mittelmäßig gefallen hat. Es ist Jennifer Armentrout. Ich werde das Buch auch behalten, weil ich einfach alle Bücher von ihr haben möchte, die es auf Deutsch gibt. Und ja, aber wenn man jetzt nicht, wie ich, riesiger Jennifer Armentrout-Fan ist, wenn man nicht ein riesiger Fan der Obsidian-Reihe ist und der Revenge-Reihe, dann muss man dieses Buch einfach nicht lesen. Nein. Es sei denn, ihr steht auf Bücher mit viel Erotik, dann schaut es euch auf jeden Fall an. Aber ich würde euch jetzt rein unter dem Aspekt Obsidian und Revenge und Jennifer Armentrout dieses Buch nicht empfehlen, weil, wie gesagt, diese Erotik ist einfach zu viel und es macht keinen Spaß. Also es ist irgendwann, man ist dann irgendwann an einem Punkt, wo man sagt, und man kann es dann auch nicht überlesen, ne? Weil es kommt dann wieder sexuelle Anspielung und Angeschmachte und Getue und dann kommen wieder drei Abschnitte so im Text, wo dann wieder was passiert für die Geschichte und dann kommen wieder Angeschmachte, sexuelle Anspielungen und ja, deswegen ist es halt auch sehr, sehr schwer, diese Stellen einfach zu überblättern, weil halt zwischendrin immer noch was für die Geschichte Relevantes steht und das ist halt so ein bisschen schwierig. Ja, auf jeden Fall, ich fand es ganz okay aufgrund dieses hohen Erotikanteils, aber empfehlen würde ich es euch nicht, es sei denn, ihr steht auf Bücher mit viel Erotik. Und das letzte Buch, was ich im April gelesen habe, war auch wieder ein gemeinsames Lesen und zwar mit der Annika zusammen. Und wir haben gelesen Spieglein, Spieglein an der Wand, den zweiten Teil von dem Vermächtnis der Grimms. Und ich bin sehr froh, dass wir das Buch jetzt gelesen haben. Wir hatten ja den ersten Teil Ende Dezember, glaube ich, gelesen. Ich glaube, es war Ende Dezember, Anfang Januar. Irgendwie so hatten wir den ersten Teil gelesen und da lag jetzt nicht so viel Zeit dazwischen, Gott sei Dank, denn ich muss sagen, diese Geschichte, mein Hirn am Ende vom ersten Teil hat einfach nur noch geraucht. Da ist so viel passiert im ersten Teil dann noch, da ist dann noch so viel rausgekommen, so viel aufgezeigt worden und so viel erklärt worden, dass ich einfach nur dachte so. Und ich muss sagen, im zweiten Teil fiel es mir nicht so schwer und da hat mein Kopf auch nicht ganz so schlimm geraucht, weil ich alles noch gut im Kopf hatte, weil wir halt jetzt nicht so viel Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Teil hatten. Und ich muss sagen, dass mir der zweite Teil gut gefallen hat. Es ist am Ende alles aufgelöst worden. Es sind keine Fragen offen geblieben, so was ist mit dem und was ist mit dem und wie und was ist da passiert und so, sondern es hat alles am Ende einen riesengroßen Sinn ergeben und das hat mir sehr gut gefallen. Da waren Charaktere, die im ersten Teil nur mal so erwähnt wurden, wo man sich aber trotzdem dran erinnern konnte, die haben im zweiten Teil auf einmal eine wichtige Rolle gespielt und das war einfach so, wow. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also ich muss sagen, dass der zweite Teil von Das Vermächtnis der Grimms dem ersten im Nichts nachsteht. Ich finde, es ist ein guter Abschluss für diese Dilogie. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand es am Ende ein bisschen kitschig und drüber, aber das dürfen Enden halt auch einfach mal sein. Und ja, ich kann euch Das Vermächtnis der Grimms auf jeden Fall empfehlen. Es ist ein Buch, was ein bisschen anders ist. Ich habe damals, wo wir angefangen haben, das Buch zu lesen, mir was komplett anderes vorgestellt, auch anhand des Klappentextes und allem, habe ich mir was komplett anderes unter dieser Geschichte vorgestellt und was komplett anderes erwartet, als das, was es schlussendlich war. Und ich muss sagen, rückblickend betrachtet ist es doch eine richtig coole Geschichte, die sehr viel, ja, sehr, sehr viele Handlungsstränge hat, die sehr viele Dinge durchdenkt, die man im ersten Moment gar nicht so sieht und das finde ich sehr, sehr gut. Ich muss sagen, die ersten 100, 150 Seiten vom ersten Teil sind erstmal einfach nur pure Verwirrung und man denkt sich so,
was lese ich hier bitte gerade? Hä? Ich verstehe es nicht. Aber wenn man dann dran bleibt und sich über diese ersten 150 Seiten hinweg durchkämpft, dann fängt das an, einfach alles Sinn zu machen. Und dann kommt dann Stück für Stück dieses große Gesamtbild zusammen und dann ergibt es alles Sinn. Dann ergibt auch das, was auf den ersten 100, 150 Seiten passiert ist, Sinn. Und dann weiß man, warum man das gelesen hat. Aber am Anfang ist das mal so, hä? Ich verstehe es nicht. Ich habe was ganz anderes erwartet. Was ist das jetzt hier? Und ja, ich würde sagen, man kann dieses Buch so ein bisschen mit Inception vergleichen. Kennt ihr den Film Inception mit dem ich gehe in die Träume und in den Traum, in den Traum und in den Traum, in den Traum, in den Traum? So ähnlich kann man sich das hier auch vorstellen. Es gibt hier in dieser Geschichte unsere Welt und es gibt die Märchenwelt Ebellion und die Märchenwelt Ebellion hat verschiedene Ebenen. Quasi. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, wie ich das erklären soll. Auf jeden Fall tut die Geschichte einmal in unserer heutigen Zeit spielen, einmal in Ebellion, dann noch in einer Zeit vor 200 Jahren, dann in der Zeit vor 2000 Jahren und das ist am Anfang einfach sehr verwirrend und sehr, sehr viel, weil diese ganzen Handlungsstränge, die aufgemacht werden, die müssen ja erstmal dann irgendwie zusammengeführt werden und einen Sinn ergeben und das passiert dann halt am Ende vom ersten Teil und dann hat man so ein Bild. Am Ende vom ersten Teil hat man so einen Punkt in der Geschichte erreicht, wo man weiß, was genau jetzt eigentlich abgeht, dass man weiß, wer ist, wer wie wo steht, wer wie zu wem steht und dann im zweiten Teil geht man das ganze Problem eigentlich erstmal an. Also, ja, es ist eine krasse Geschichte. Wie gesagt, der erste Teil war für mich auf jeden Fall, mein Kopf hat geraucht. Beim zweiten Teil war es nicht ganz so schlimm und ich muss sagen, ich finde das Ende, wie das alles aufgelöst wurde, richtig gut. Ich finde gut, was hier noch für Charaktere eingeführt wurden. Es hat am Ende wirklich alles Sinn gemacht und es war rund und es sind keine Fragen offen geblieben. Und ja, ich kann euch das Vermächtnis der Grimm auf jeden Fall empfehlen. Und ja, bleibt bei diesem Buch auf jeden Fall dran, wenn ihr jetzt die ersten 50, 60, 70, 80 Seiten gelesen habt und euch denkt so, was ist das? Kann damit nichts anfangen. Lest weiter. Kämpft euch durch. Wenn ihr dann über der Hälfte seid und merkt, ihr kommt damit einfach nicht klar, dann lasst es. Aber kämpft euch auf jeden Fall durch die ersten 150 Seiten, weil danach wird es besser. Danach fängt es an, Sinn zu ergeben. Und wie gesagt, der zweite Teil knüpft nahtlos an den ersten an. Ich kann hier zum Inhalt nichts sagen, weil ich euch sonst spoilern würde. Es geht immer noch um Christine, die eine besondere Gabe hat. Und Christine hat die Gabe, dass sie, wenn sie Dinge liest, sie sich in Sachen hineinlesen kann. Sie bekommt dann Visionen zu diesen Sachen, die sie liest. Und ja, diese Gabe wird vom FBI quasi gebraucht, um Morde aufzuklären, die im Zusammenhang mit dem Grimm stehen. Und ja, mehr kann ich, glaube ich, zum Buch auch gerade nicht erklären, ohne dass es wieder zu kompliziert wird. Auf jeden Fall ist alles nicht so, wie es scheint auf den ersten Blick. Und da steckt sehr, sehr viel mehr hinter dieser Geschichte, als man im ersten Moment denkt und vermutet. Und ja, schaut euch das Vermächtnis der Grimms auf jeden Fall an. Ich finde die Geschichte einfach nur großartig. Mir hat sie gut gefallen, wie gesagt. Am Ende war alles rund, es hat alles Sinn ergeben, es sind keine Fragen offen geblieben. Die Autorin hier hat es wirklich geschafft, das alles gut zum Abschluss zu bringen. Da ziehe ich auch echt meinen Hut vor bei den ganzen Handlungssträngen, die Nicole Böhm hier aufgemacht hat. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Ich muss sagen, dass mir die Charaktere im Großen und Ganzen gut gefallen haben in der Reihe. Ich hatte mit so ein paar Charakteren hier und da meine Schwierigkeiten mit der Sympathie. Ich habe bei Ash ist einer von unseren Hauptcharakteren, da habe ich zwischenzeitlich gedacht, boah, was bist du für ein... Nee, was bist du für einer? Nee, geh weg. Dann zum Ende hin wurde es besser, aber dann gab es auch noch so zwei, drei andere Charaktere, wo man einfach so denkt, so nein, dich mag ich nicht. Und ich muss halt auch sagen, dass die Liebesszenen in diesem Buch nicht gut sind. Also für mich, ne? Also ich mochte diese Liebesszenen, wie das Ganze so beschrieben wurde, alles. Das mochte ich nicht. Also das war nicht einfach nicht meins, das war nicht... Nee, das war einfach nicht meins. Zur Geschichte hat es schon irgendwie gepasst, aber für mich war, was die Liebesgeschichte auch betraf und die Liebesszenen, das war nicht meins in diesem Buch. Aber das steht halt nicht im Fokus, das spielt schon in gewisser Art und Weise eine Rolle, gerade im zweiten Teil, aber es steht halt nicht im Fokus der Geschichte, deswegen würde ich dem Ganzen auch nicht so viel Gewicht beimessen. Deswegen an dieser Stelle einfach mal erwähnt, dass die Liebesgeschichte nicht mein Fall war und dass auch die ganze Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wurde und wie diese Liebesszene, diese eine, diese erotische, die es in diesem Buch gibt, wie die auch beschrieben wurde, das war auch überhaupt nicht meins, das hat mir nicht gefallen, aber ja, das steht halt nicht im Fokus, sondern die Geschichte im Großen und Ganzen steht im Fokus und was da halt alles passiert und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, das fand ich großartig und ja, schaut euch das Vermächtnis der Grimms auf jeden Fall mal an, wenn ihr mal ein Buch lesen wollt, was so ein bisschen anders ist, was jetzt nicht unbedingt
zwingend so ein klassisches Urban Fantasy Buch ist, ja, dann schaut euch das Vermächtnis der Krims auf jeden Fall an von der lieben Nicole Böhm. Ich mochte die Geschichte, auch wenn ich echt meine Startschwierigkeiten im ersten Teil hatte. Aber wie gesagt, kämpft euch durch, die Geschichte wird auf jeden Fall besser. Ja, das waren auch schon meine 5 gelesenen Bücher vom April, mein einer Neuzugang vom April. Mehr ist es leider nicht, aber ich kriege meinen Sub ein bisschen runter. Ich bin unter 100, bin ich stolz auf mich. Mein Ziel ist es, dieses Jahr vielleicht noch so auf 70 zu kommen, was meinen Sub betrifft. Nächstes Jahr dann auf 50 und danach das Jahr will ich runter auf 25, 30. Also ich denke, dass das machbar ist auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal. Aber ich möchte echt von diesem Sub runterkommen. Ich möchte den Sub einfach irgendwann weghaben, weil mich nervt es einfach nur noch so viele ungelesene Bücher hier zu Hause zu haben. Deswegen werde ich auch in den nächsten Wochen und Monaten nicht so viele Bücher kaufen. Ich will auch versuchen, wenn ich neue Reihen anfange, Reihen anzufangen, die ich schon zu Hause habe, dass ich auch da den Sub ein bisschen runterkriege. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich im Moment nicht so viele ansprechende Reihen finde. Ja, das ist irgendwie im Moment der Büchermarkt, gerade was Jugendbücher für mich so betrifft, spricht mich da nicht wirklich was an. Ist halt so, kann man nichts machen. Ja, so, ich hatte jetzt 2 Wochen Drehpause. Ich habe mich ein bisschen verhaspelt zwischendurch. Ich habe ein bisschen gestottert und gestockt zwischendurch. Es tut mir sehr leid. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ja, ich weiß noch nicht, was ich nächste Woche für ein Video online stellen soll. Habt ihr auf irgendwas Bestimmtes Lust? Wollt ihr irgendein bestimmtes Video sehen? Vielleicht irgendeinen Tag oder irgendwas? Wollt ihr ein Video haben zu einem speziellen Thema, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mal gucken, dass ich vielleicht entweder das Nalini-Sing-Video endlich mal vorbereite für die Gestaltmantelreihe, was ihr euch ja gewünscht habt. Oder dass ich vielleicht auch mal ein Video mache zum Thema aktuelle Verlagssituation, wie ich das so für mich gerade empfinde. Denn ich bin momentan mit vielen Dingen, was den Büchermarkt betrifft, einfach überfordert. Ich bin da ehrlich, ich bin einfach überfordert, deswegen gibt es auch keine Neuerscheinungsvideos mehr, weil es mich einfach überfordert. Es gibt einfach zu viel. Ich finde, der Markt war schon vor 2 Jahren extrem übersättigt und das ist jetzt noch viel, viel schlimmer geworden. Und ja, vielleicht wollt ihr auch mal was so in die Richtung haben, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, gucke ich mal, dass ich vielleicht das Nalini-Sing-Video vorbereite. Wenn ich es schaffe die Woche, aber sollte ich hinkriegen. Und ja, ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.